Hi Leute, willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind gerade in einem neuen, Kartenabschnitt. Und es ist mir jetzt erstmal wichtig, erstmal den Turm zu aktivieren. Und ich glaube, das ist der Turm, zu dem wir müssen. Und ja, da will ich heute mit euch hingehen. Da vorne läuft ein Wächter. Erstmal speichern, bevor irgendeine Scheiße passiert. Ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Scheiße. Ich habe keine Chance gegen die mit vier. Ich bin one shot down. Du darfst mich nicht sehen. Oh, scheiße, Friends. Ich habe richtig Angst. Maxi-Trüffel? Seltener Pilz, der nur auf gutem Mutterboden wächst. Er besitzt ein starkes Aroma und hat das Herzen über das Maximum hinaus zu füllen. Not bad. Ein kaputtes Haus. Liegt hier irgendwas? Das ist eine Lanze, oder? Verrostete Hellebarde. Ja, fast. Das ist noch eine. Ich muss irgendwie an diesem Wächter vorbeikommen. Was läuft da unten? Da ist der Wächter. Ja, scheiße. Und der Gegner sieht jetzt auch nicht so lecker, so spaßig aus, als ob das irgendwie Faxen macht. In was für einem Gebiet bin ich hier gelandet? Guckt er mich... Ach, das ist ein Stier. Ach, der ist wahrscheinlich lieb, oder? Ja, der ist lieb. Okay, trotzdem läuft da hinten der Wächter. Vor dem ich hart Angst habe. Nein. Sperrt direkt wegstecken. Ich sneak mich jetzt hier einfach. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, wie weit ich weggehen muss, dass der mich nicht sieht. Wenn ich hier sneake, hoffe ich einfach, dass er mich nicht sieht. Eine Sportkröte, auch nicht schlecht. Okay, ich glaube, ich komme safe an ihm vorbei. Ich weiß noch nicht, wie man gegen die kämpft. Ich habe keine Ahnung. Aber wir können mal ein Foto von diesem Ding machen. Von unserem Friend hier. Zack. Schwarzrückenziege. Sehr schön. So, aber ich glaube, wir sind erfolgreich am Wächter vorbeigekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Da vorne sind Gegner, oder? Boah, in was für einer Gegend bin ich hier gelandet? Holy shit. Das sieht mir hier alles ziemlich heftig aus. Oh, der hat mich gesehen. Aber wenn ich mir gut sneake... Nee, okay. Als ob du mich siehst. Als ob. Bro. Not with me. Kann ich den da direkt von hinten snacken? Ohne, dass jemand anders was machen kann. Guck nicht zu mir. Oh Gott. Scheiße. Komm. Zack. Scheiße. Okay. Der ist schnell weg. Jetzt muss ich aufpassen. Oh nein, das war falsch. Da. Scheiße. Boah, ich bin halt so langsam, ne? Zack, sehr schön. Ich pass auf. Bam! Oh, schade. Nein, als ob der mich in der Luft erwischt hat. Okay, aber der hat mir nur ein Viertel Herz abgezogen. Steh auf, Link. Holy. Mach hier keine Faxen, Bro. Zack. Oh, scheiße. Oh, da unten schießt einer mit Pfeil und Bogen. Wisst ihr, was wir machen? Das ist anders. Oh, jetzt kommt da noch ein... Oh, nee. Was wollt ihr denn jetzt hier? Oh, fuck. So, aber der ist jetzt schutzlos, ne? Oh, fuck, ey. Der geht mir auf den Sack, ne? Ich bin halt so langsam. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, sehr gut. Die nehme ich mit. Kann ich nicht. Naja, scheiß drauf. Aber ich bin aktuell zu langsam. Ich brauche was Schnelleres. Ich nehme einen Bummer. Hier, das hier. Und dann passe ich jetzt auf. Oh, ich bin so blöd, ne? Ich bin echt... Hau ab. Einfach da schnell ran. Den gebe ich auch noch. Da muss ich den Kopf ab... Hacken. Okay. So, ich glaube, wir haben das hier überlebt. Stachelbockbogen? Okay. Sehr gut. Bocklenhauer nehme ich auch.
Die Hand kann ich gepflegt liegen lassen. Diese Exalfrost-Sachen nehme ich mit. Aber hier liegen doch bestimmt noch irgendwo Pfeile, oder? Ja, da und da und da. Und dann ist ein Pilz. Super. Oh, ich darf den Wächter da vorne nicht vergessen. Aber schaut mal, wie schön da hinten der Tempel schimmert. Ja, der Wächter läuft da noch. Holy, holy. Ey, wir sind hier in einer ziemlich gefährlichen Gegend. Das alles nur, weil ich zu diesem Turm laufen will. Aber es ist halt immer wieder wichtig. Oh, was ist denn wieder vorne? Ist das eine Art Dorf? Spannende Gegend, wo wir hier unterwegs sind, ohne Frage. Was ist das? Hinox. Den Eintrag würde ich mir gern mal durchlesen, weil der sieht mir nach keinem normalen Gegner aus. Hyrule Handbuch. Monster hier. Die größten Monster, die es in Hyrule gibt. Sie leben bevorzugt in Wäldern. Im Kampf reißen sie Bäume aus und schwingen sie herum. Es ist also unerlässlich, beim Angriff die Umgebung im Auge zu behalten. Die Waffen an ihrem Halsband können gestohlen werden. Oha. Ich habe das Gefühl, mit dem sollte ich mich nicht anlegen. Weil der wird einen Baum ausreißen und mich zerlegen. In was für einer Gegend bin ich hier gelandet? Ich kann aber die ganzen... die hier alle einsammeln. Sag mal, kann ich die irgendwie konsumieren? Die Viecher? Schleichwürmchen? Nee, kann ich nicht. Ich muss die erst kochen. Ja, ist auch irgendwo verständlich. Ich traue mich nicht, gegen den zu kämpfen. Ganz ehrlich. Nicht mit mir. Scheiße, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Turm überhaupt will. Und was ist das da vorne? Oh Gott, ey. Ich muss unbedingt stärker werden. Ich muss mehr Tempel machen. Um mir mehr Herzen zu holen. Okay. Ich glaube, wir sind safe vorbei. Leben hier Sora? Hi. Oh, du! Bin ich hier bei den Sora gelandet? Warte mal, warte. Tatsächlich, ich bin hier bei den Sora gelandet. Das wollte ich gar nicht. Ein Julianer, ein Julianer. Du bist ein Julianer, oder? Ja. Yep. Wusste ich's doch. Da musst du ganz schnell zu unserem Prinzen Sidon gehen. Okay. Er ist am Sora-Fluss, bei der Ingogo-Brücke. Bitte hör dir an, was er zu sagen hat. Das ist sicher alles sehr plötzlich für dich, aber du wirst verstehen, was los ist, wenn du dort bist. Bitte geh. In Ordnung. Sehr interessant. Oh, schau mal, Freunde. Ich glaube, da können wir jemanden im Schlaf überfallen. Bro, du solltest nicht pennen, wenn ich in der Gegend bin. Als ob der jetzt aufgewacht ist. So, hau ab, ne? Kannst du schwimmen? Nein! Im Wasser verpuffen die. Okay, krass. Aber ich will den Stuff haben. Du. Ja, mit dem Zeug. Den ganzen Loot kann ich gut gebrauchen. Haben wir letztes Mal bei der großen Fee gemerkt. Die wollte das ganze Zeug haben, um unsere Kleidung zu verbessern. Mache ich natürlich auch gern, ohne Frage, aber... was ist denn hier die Indiegogo-Brücke? Oder Indogogo. Schauen wir mal auf die Karte. Ah, fuck. Ich habe ja noch gar nicht den Turm aktiviert. Vielleicht sollte das meine erste Priorität sein. Aber wo ist denn Prinz Sidon? Prinz Sidon ist doch einer, der so einen Titan steuern sollte, oder? War das nicht so? Aber es sieht ziemlich episch hier aus. Mit diesen ganzen Riesenfossilienköpfen. Oh, scheiße. Schaut mal. Die Festung... hört nicht mehr den Sora. Du bist ruhig. Zack, weg mit dir. Oh, schaut mal, da unten ist einer meiner besten Freunde. Oh, fünf Holzpfeile, sehr schön. Und der hat mich erwischt. Ja, leider. Ist egal. Aber zu wem hat er jetzt eigentlich getrötet? Da unten ist jemand. Yo, Bro. Du kannst nichts gegen mich tun. Ich könnte übrigens den besseren Bogen nehmen, ne? Fällt mir gerade ein. Zack.
Der hier macht nämlich noch mehr Schaden. Da ist eine Truhe im Wasser. Auch die will ich haben. So, soll ich mir erstmal den Stuff. So, dann brauche ich hier mein Magnetmodul. Ey, das ist gerade wild. Ich frage mich gerade echt, in was für eine Gegend. Schaut mal, da vorne ist noch eine Truhe. Da vorne ist noch eine Truhe im Wasser gewesen. Chill mal. Und hier ist... Okay, ein Opal. Mal schauen, ob ich mich an den Rand schleichen kann. Sollte eigentlich klappen, oder? Diesmal bin ich ganz vorsichtig, das sage ich euch. Zack! Das hat gut geklappt. Was ist das? Ist das eine Keule? Ein Stachelbockstock. Da brauche ich... Ah, wohl. Es ist auf jeden Fall eine verbesserte Waffe, das ohne Frage. Zack, zack, zack. Ja, lassen wir, werfen wir den mal weg. Nehmen dafür die hier mit. Da ist auch noch eine Truhe. Oder ist das eine Truhe? Ja, oder? Nee, ist nur eine normale Kiste. Aber die ich auch aufmachen kann. Mit, oh, mit den Holzpfeilen. Sehr geil. Die kann ich gut gebrauchen. Aber ist das hier so eine Art Exalfos-Festung oder was? Oder gehört die den Soras? Obwohl, ich glaube, die Soras würden nicht einen toten Fischköpfen hausen. Das traue ich denen jetzt nicht zu. Ich glaube eher, das ist, ich glaube schon, dass es eine Exalfos-Festung ist. Aber ich sehe hier sonst kaum noch welche. Ich berge jetzt erstmal die Truhe, die da vorne noch im Wasser war. Die war da unten, ne? Ja, hier, sehr geil. Gut, dass ich die noch gesehen habe. Mal schauen, ob wir hier was Cooles drin haben. Oder auch wieder nur Edelsteine. Eine Soldatenlanze, nein, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Die hat auch nur 7 Damage gemacht, also. Aber hier ist noch nicht die Brücke, von der die Rede war. Und was ist das da vorne für ein Gebäude? Und wo ist die Indo-Gogo-Brücke? Wo auch immer ich hin sollte. Und sollte ich vielleicht nicht erstmal zum Turm gehen? Holy shit, ich bin vollkommen überfordert. Aber ich glaube, das ist besser, weil wenn wir dann die Karte haben, dann wird bestimmt auch auf der Karte diese Brücke eingetragen sein. Dann weiß ich auch, wo ich hin muss. Und man braucht einfach die Karte, um sich auszukennen. Deswegen werde ich, glaube ich, erstmal zum Turm gehen. Jetzt interessiert es mich mal, was da vorne für Pflanzen sind. Man wird ja so leicht von allem abgelenkt, weil man irgendwie alles haben will. So, dann werde ich mal doch den Weg zu diesem Berg hier oben bestreiten. Wow, das sieht aber echt alles irgendwie ziemlich gefährlich hier aus, wenn ich ehrlich bin. Oh, meine Waffe ist kaputt. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Gib mir die Keule hier. Falsch. So, sehr schön. Weg mit dir. Eine zweihändige will ich eigentlich nicht haben, aber ich kann sie eh nicht aufnehmen. Doch, ich konnte sie aufnehmen. Stimmt, weil eine Waffe ist ja kaputt gegangen. So, und mit meinem neuen Pfeil und Bogen kann ich mir den anderen da oben, glaube ich, noch wegsnacken. Jetzt mache ich mit einem kurzen Überfall. Ich vermeide einfach mal den Zweikampf. Ist, glaube ich, besser, weil er sogar eine brennende Waffe hat. So, ganz langsam schleichen. Oh, der hat das Feuer ausgemacht. Ah, nee, der Regen hat das Feuer ausgemacht. So. Und Überfall. Zack, weg mit dir. Cool. Also dieses Anschleichen ist sehr, sehr hilfreich. Essen. Mhm. Auch gut zu gebrauchen. Und dann mal weiter nach oben. Wir kämpfen uns hier den Weg hoch. Das sieht ein bisschen aus wie Saurons Turm aus der Ringe da oben auf dem Berg. Und wir sind hier in Mordor. Aber eine echt crazy Gegend, wo wir sind. Hä? Was bist du denn für einer? Warum drücke ich immer... Warum bist du grün? Bist du irgendwas Besonderes? Oh, scheiße. Und dieser Slime ist auch nicht cool. Zack, weg mit dir. Der lebt noch. Ich muss aber erstmal den Slime wegmachen. Dann... Ah, scheiße, der hat mich erwischt. Gib mir erstmal den ganzen Stuff hier. Okay, jetzt gehst du mir auf den Sack. Jetzt gehst du mir richtig auf den Sack. Weißt du das? Zack, weg mit dir. Meine Waffe ist zwar kaputt, aber... Ein Glück, dass der keine Waffe hatte. Der hätte mir ordentlich Damage gemacht. Ich brauche aber schon wieder eine neue. Ey, wie viele Waffen ich hier zerstöre? Das ist doch pervers. Und ich habe halt nichts Einhändiges mehr. Ich glaube, ich habe gar nichts Einhändiges mehr. Ich nehme doch nochmal mein Riesenschwert und gucke, ob ich mit dem was erreichen kann. Da drüben ist übrigens ein Dungeon, den ich mir mal eben markiere. Falscher Button. Markieren ist... Ah, da, top. Dass ich den auch nicht vergesse, aber der Turm hat jetzt auf jeden Fall Priorität. Oh, shit. Sieh mal einer an, Freunde.
Hier treibt sich ordentlich was an Gegnern rum. Aber mit ein bisschen Kunst kann ich mich da von oben an die ranschleichen. Und die von hinten erledigen. Da würde ich mir ordentlich Ärger ersparen. Das mache ich. Ich schleiche mich hier hoch. Ich hoffe, ich werde von nichts entdeckt. Und dann zerlege ich die. Das sollte klappen. Oh, scheiße, das sieht so... Oh, nein, nein, nein. Kein Lärm machen, kein Lärm machen. Und ich esse was. Ich esse ganz dringend was. Hier, ein bisschen Grillwild. Und dann nochmal einen Apfel. Dann passt es. So. Jetzt muss ich nur die Moves lernen. Wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier mein... Okay, das war nicht so geplant, aber... Wir haben ihn runtergeworfen. Oha, wie es geleckt hat. Gebt euch das mal. Bam! Weg mit dir! Und warum leckt das jetzt so? Was ist das denn? So, der verpufft jetzt im Wasser. Oh, hau ab. Hau ab, ganz, ganz schnell. Bam! Frisst das Zora-Schwert! Ey, warum leckt denn das hier so? Was soll denn das? Oh, ich will den Stuff haben, den er hat. Da jump ich nochmal runter. Was hast du hier alles? Ein Moblin-Herz? Okay, den Bogen hier, den kann ich mitnehmen. Moblin-Hauer. Elektropfeile, geil. Und Moblin-Horn. Das hat sich jetzt schon gelohnt. Da wollte ich jetzt schon runterjumpen. Das war es mir wert. Da drüben haben wir nochmal was. Als ob das kein Headshot war. Das auch nicht. Ey, ist das schlecht, was ich hier mache. Ey. Und. Ja, dem habe ich gegeben. Mit Pfeil und Bogen war ich jetzt nicht so stark, aber. So, schön viel Loot. Wo ist jetzt der zweite? Kann ich mich sogar an den Rand schleichen? Das juckt ihn gar nicht, dass sein Kollege gerade gestorben ist. Ey, das ist ein einziges Gemetzel heute. Aber es macht Spaß. Tschüss, mein Freund. Zack, weg mit dir. Oh yes, diese Überfälle sind geil. Hier ist noch mein Pfeil. Liegt hier noch irgendwo ein anderer? Ja, da. Immer wenn ich nicht treffe, schön einsammeln. Weil Pfeile sind rares Gut hier. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum, Friends. Also, ich glaube, wir kommen schon nochmal irgendwann zum Turm, aber ich glaube, es ist jetzt schon spannend rauszufinden, was es hier alles gibt. Oh, da oben läuft eine Wache. Oh, hier ist noch ein Wächter, den ich looten kann. Das mache ich doch direkt. Obwohl, ich kann ihn nicht looten, echt? Okay, warum ist der dann hier? Oh, und es hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist alles voll schön hier. Oh, an den kann ich mich, glaube ich, sogar von oben ran snacken, oder? Hat er mich gesehen? Zack! Oh, war das nice. Aber der ist ziemlich heftig. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der ist da runtergefallen. Zack. Oh, als ob. Ey, warum ist der so stark? Wo bin ich hier gelandet? Ich habe das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Ich verkacke hier gerade richtig. Weil hier jeder Gegner circa 10-mal stärker ist als ich. Und wo hat es jetzt das letzte Mal gespeichert? Hier. Aber das heißt, die da oben leben auch noch alle. Scheiße. Scheiße, das darf nicht wahr sein. Jetzt bin ich richtig demotiviert, Freunde. Oh, der war schön. Ja, ich bin jetzt sauer. Ich habe mich hier so nice durchgekämpft. Nein, kann ich nicht. Gib mir den Stuff. Mann. Wisst ihr was, Freunde? Ich cutte euch das. Ich mache das ganze Zeug nochmal, aber ich will den Fortschritt eigentlich behalten.